Let's play The Evil Within. Willkommen zurück. Oh mein Gott, wie spannend. Ist ja unglaublich. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt komm mir nicht an hier mit dir, springt gleich was aus dem Gebüsch. Ah. Da sind Vögel. Raben. Geh weg. Sonst erschieße ich dich. Das ist so gemein, wenn ich links was auf dem Kopfhörer höre. Warte. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Ja. Ich auch. Und soll ich dir sagen, wo? Ja. Ich habe das Haus schon mal... Ich war hier zwar noch nie, aber... Ich habe dieses Haus schon mal gesehen, und zwar in Resi 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht verdammt genauso danach aus. Ohne Spaß, das sieht fast aus wie bei Resi 2. Ach du Scheiße. So, dann schauen wir uns mal um. Weil ich vermute, dass hier jede Menge Zeus rumliegt. Sind wir jetzt durchs Gebüsch gelaufen? Tatsache. Vorsichtshalber sich umsehen, weil man weiß ja nie, ob hier nicht doch irgendwas liegt, was man aufsammeln hätte können. Ah, guck an. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Aber diese Atmosphäre vom Spiel ist schon verdammt geil eingefangen. Also richtig cool gemacht. Natürlich, das Haus, da kann man nicht reingucken durch die Fenster. Die sind schwarz angemalt von innen. Ist ja oft so, dass man seine Fenster schwarz anmalt. Da liegt was. Ach nee, doch nicht. Das war nur so ein Flimmern. Okay, gehen wir mal zum Brunnen. Bevor ich jetzt zur Tür gehe. Husch, haut ab! Haut ab, ihr scheiß Viecher! Liegt da was drin? Ne. Meine Güte. Toll, jetzt haben wir eine Patrone bekommen. Und ich bin ja alles... alles am Absuchen. Na toll, Bauteile. Ja gut, okay, wir können ja mal gucken, ob wir ein paar Bolzen herstellen können, wenn wir schon einmal dabei sind. Können wir nochmal so einen Sprengbolzen erstellen. Ja, und sonst gar nichts. Naja, immerhin. Oh. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir die Flinte auch mal wieder aufgeladen. Uns fehlt eine Spritze. Wäre mal schön. Spritze wäre echt klasse. Liegt hier noch was? Nö. Okay. Ah ja. Toll. Mein Gott. Mann, Basti. Da ist doch was. Das habe ich voll übersehen. Ja, 500 Gierenmasse. Gierenglibber nehmen wir doch mit. Beziehungsweise Haargel. Oh, da ist noch eine Kiste. Die habe ich auch übersehen. Ja, toll, super. Wo nichts drin ist. Klasse. Oh, da ist nochmal Gierenmasse. Jawohl, Haargel. Überall liegt Haargel rum. Und dadurch, dass wir gespart haben, können wir uns natürlich mehr leisten, demnächst wieder. Ja, so ein Sparfuchs wieder. Ich werde mal schauen, dass wir hier nochmal ein wenig gucken. Na, liegt hier vielleicht noch was? Nee, ich glaube... Ich glaube, jetzt haben wir alles abgegrast. Oh, da ist noch... Oh!
Nein, haben wir noch nicht. Hä? Hätten wir doch mal maximale Kapazität geholt. Aber wir haben jetzt mehr auf kritischen Schaden. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt vielleicht mit einem Schuss mal jemanden töten werden. Aber dann schauen wir mal. Halt, verdammt! Nein. Nein. Die Lobby, die sieht fast genauso aus wie bei Resi. Ohne Spaß. Aber volles Rohr. Auch mit den Treppen. Ja, die Resident Evil Gedächtnistreppe ist das. Kann man auch sagen. Kapitel 9. Nun. Grausame Absichten. Hier. Oh, und nun? Ein neuer Tagebucheintrag von Basti Castellanos. Ja. Ach nee, doch nicht. Ausschnitt aus der Crimson Post. Kind und Babysitterin sterben tragisch bei Hausbrand in Crimson City 11, Februar 2012. Trotz des schnellen Eintreffens und der Bemühungen der Feuerwehr fordert gestern Nachmittag ein sich schnell ausbreitendes Feuer in einem Wohnhaus das Leben eines jungen Mädchen und seiner Babysitterin in Rich Crimson City. Der fünfjährige Lily Castellanos und ihre Babysitterin Junietta Flores 56 gelang es nicht, dem Rauch und die Flammen zu entkommen, die sich in dem Einfamilienhaus rasend schnell ausbreiteten. Lillys Eltern, beide Detectives beim KCPD, waren zu spät am Ort des Geschehens, um ihre Tochter aus den Flammen zu retten. Nach mehreren Stunden gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, aber das Haus war vollkommen zerstört. Die Ursache des Brandes wird noch untersucht, aber erste Hinweise deuten auf einen elektrischen Defekt hin. Fortsetzung auf Seite 8, Brand. Also genau so, wie ich vermutet hatte. Ja, das... Ich hab's gewusst. Dass Basti halt... Ja. Die Tochter verloren hat. Bei einem Hausbrand. Und deswegen wird er wahrscheinlich hier diese ganze Chose durchleben, weil er damit nicht klarkommt und er wahrscheinlich irgendwie in einer Anstalt steckt. Liegt da hinten eigentlich was rum? Nö. Oder? Nö. Jetzt ist die Anstalt schon mehr runtergekommen, ne? Kann das sein? Obwohl, wir haben ein bisschen mehr Tapete dran an der Wand, fällt mir auf. Aber es ist immer noch so mager mit Farbe. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja, mein Haargel. Mhm. Schätzelein, kannst du mir mal die Haare föhnen? So. Da haben wir wieder was. Ruben. Vermisst. Ruben Victoriano. Geliebter Sohn der wohlhabenden Familie Victoriano ist seit dem Brand auf dem Familienanwesen verschwunden. Hä? Aber das ist doch... Das ist doch Leslie. Aber wieso heißt er denn jetzt Ruben? Und hier baut sich allmählich alles wieder auf. Hier haben wir wieder was. Crimson Post. Leiche nahe Landhaus gefunden. Leichen in der Nähe vom Landhaus gefunden. Identifizierung kann Wochen dauern. Außerhalb des Victoriano-Anwesens wurden 4 Leichen gefunden. An den Toten scheinen mehrere stümperhafte Operationen durchgeführt worden zu sein. Ja, das... Kann man jetzt das Bild erkennen? Das sind irgendwie so Haare, die fliegen. Das ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Schlüssel gefunden? Nee, ne? Oder? Nö. Nee, aber wir können... Nee, Pistolenmunition nicht. Aber ich glaube, wir werden mal... Da liegt auch nichts Neues, oder? Nö. Okay. Ja, das ist natürlich echt schon hart, also mit der Geschichte. Also hatte ich schon so ungefähr... Jetzt geht die Tür komischerweise auf. Na toll. Also hatte ich schon so ungefähr recht.
was die Aktion mit dem... Also mit meiner Theorie, dass man halt, dass halt Basti eine traurige Geschichte. Deswegen haben wir auch, deswegen hat er auch getrunken, hat er gesagt gehabt. Oder hatte sich ja mit Josef, hat er sich ja unterhalten darüber. Und deswegen wird er wahrscheinlich in der Anstalt. Also ich vermute mal, dass es deswegen so ist, also dass er hier ist. Und das hier ist wahrscheinlich die Krankenschwester. Vielleicht aber auch die, vielleicht ist sie aber auch die Babysitterin. Kann das sein? Aber sie war älter, ne? Sie war 56, oder? Irgendwie 56, kann er. Aber die sieht doch nicht aus wie 56, oder? Das ist ja wahrscheinlich so mein Alter, ne? Na, egal. So. Weiter geht's. Egal. Theorien über Theorien. Wir spielen weiter und schauen mal, ob wir noch ein bisschen mehr rausfinden. Natürlich. Genau. So macht man Türen auf, Basti. Oh. Hätte ich das mal vorher gesehen. Aber ich sah nur 500. Ich möchte mich doch erstmal ein wenig hier umsehen. Da kommen wir eh nicht rein, oder? Das ist doch... Aha. Das sieht mir förmlich danach aus, als würden die... Schläuche nach rechts, links gehen und nach oben. Das heißt also, müssen wir da irgendwie die Tür mit irgendwas füllen. Das wird wahrscheinlich wieder ein Türrätsel sein. Also müssen wir die Tür mit drei Sachen füllen, um sie aufzumachen. Das geht schon mal da rein. Also ist der Raum irgendwie eigentlich unnütz und der auch. Aber ich werde trotzdem mal schauen. Okay, die ist zu. Jetzt kommt echt das Resident Evil Fieber hoch. Oder Feeling. Nein. Ich hab gerade... Nein. Ich sehe gerade was. Was? Geh weg. Geh doch weg. Geh doch weg. Geh doch weg, was soll ich denn machen? Geh doch weg! Was ist denn? Geh doch weg! Was soll ich denn machen? Der soll weggehen, der soll weggehen, der soll weggehen! Uah, der soll weggehen, der soll weggehen! Was soll ich denn machen? Hey! Mehr sage ich nicht. Okay, vielleicht sollten wir noch nicht in den Raum, aber ich werde es trotzdem mal riskieren gleich. Weil wir wissen, nach unten kommt er nicht mit. Aber ich werde, glaube ich, erstmal hier lesen. Das ist viel, viel besser. Notiz aus Esszimmer im Anwesen. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforten in eine neue Welt. Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich nicht früher erkannt habe, dass ich... es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freie Hand zu geben, ist so offensichtlich. Nun, jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gebe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen. Dieser Schwachkopf wird endlich sein Unterhalt verdienen. Ja. Okay. Ich werde trotzdem mal, nochmal in den Raum oben gehen. Also bitte jetzt nicht, dass jetzt die ganze Zeit hier dieser Ruvik auftaucht und uns da hinterher rennt. Ich vermute, das wird an den Raum gelegen haben. Aber man sieht, da unten ist die Tür zu jetzt auf einmal. Also verbarrikadiert. Ich versuch's trotzdem nochmal, da das Ding zu schnappen, weil da lag nämlich was links.
ganz schnell. Unteres Safe, Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 9. Okay. Auf jeden Fall sieht man da, das sieht aus wie diese Tochter oder die Schwester von links. Das ist ganz komisch. Und die sind alle ausgekratzt. War vielleicht Leslie hier derjenige, der den Brand gelegt hat? Und die hält sich auch das Gesicht. Okay, da können wir nichts machen. Was ist hier? Das sieht mir so verdächtig aus mit der Uhr. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass dieser dämliche Ruvik kommt. Hier sind die Bilder. Die im Krankenhaus hängen. Kann das sein, dass wir vielleicht der Typ auf dem Bild sind? Dass er sich das quasi... Dass das die Tochter ist, die gestorben ist? Dass das Myra ist? Dass wir er sind? Und Leslie unser Sohn? Und er hat das Feuer gelegt in unserem Anwesen und wir stellen uns einfach nur vor, dass wir Detective sind, um das aufzulösen? Das ist meine neueste Theorie. Ich nutze diese Theorie jetzt einfach mal. Ja. Okay. Mein Gott, die schönen Vasen. Einfach mal zertrümmern. Okay, da ist aber nichts drin. Wir haben auf jeden Fall ein Zahlenrad gefunden für ein Schloss. So, ich werde erstmal unten weitergehen. Wir werden ja wahrscheinlich nochmal hier langkommen. Und, ach, wisst ihr was, Kinders? Wir machen hier eine kleine Pause und dann schauen wir uns in dem großen Anwesen weiter um und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir ja nochmal auf Ruvik treffen. Ich denke schon. Also, bis morgen. Tschüss.